Sie, dass die Islamisten ein Lieblingswort haben? Dieses benutzen sie praktisch in jeder Rede. Wenn Sie genau hinhören, werden Sie es immer und immer wieder bemerken. Es lautet Käfer oder in der Mehrzahl Kuffar. Dieses Wort ist in der Tat sehr wichtig, denn es entscheidet über Leben und Tod. Wenn die Extremisten allen möglichen Gefangenen die Köpfe abschlagen, dann genügt ihnen meistens die Begründung, dass dieser Mensch ein Käfer sei. Es ist offensichtlich ein schreckliches Wort. Woher mag es wohl kommen? Es ist ein arabisches Wort mit der Grundbedeutung undankbar. Der gottlose, undankbare Mensch hat eigentlich auf Gottes Erde gar nichts zu suchen. So die Logik der Islamisten. Daher kann, nein, muss man ihn umbringen. Aber was geschieht mit jemandem, der nicht un-, sondern andersgläubig ist? Christen und Juden haben eigentlich die größte Chance, am Leben gelassen zu werden, weil sie in einigen Koranversen positiv erwähnt werden. Doch aufgepasst, es gibt auch verurteilende Verse, wie zum Beispiel jener, der sagt, dass diejenigen, welche an die Göttlichkeit des Messias glauben, Kuffar seien. Auch Muslime sind in Gefahr, nämlich dann, wenn sie als Heuchler eingestuft werden. Von diesen redet der Koran beispielsweise in Sure 4, Vers 89, wo steht: Und wenn sie den Rücken kehren, ergreift und tötet sie, wo immer ihr sie findet. Doch als die eigentlichen Kuffar gelten die Heiden, das heißt Menschen, welche Götzen anbeten oder an gar nichts glauben. Die Extremisten lesen täglich im Koran: Es wäre zu hoffen, dass die toleranten Verse des Korans sie zur Vernunft bringen würden. Doch Tatsache ist, dass es zum Thema Kuffar keine toleranten Verse gibt, weil das Wort in sich selber verurteilend ist. Dieser Ausdruck kommt übrigens im Koran ca. 500 Mal vor. Die meisten dieser Verse tragen einen stark feindseligen Ton. Und es gibt keinen Zweifel, dass die Islamisten gerade durch sie noch viel mehr angefeuert werden. Beachte, dass der Koran das Wort Käfer meist mit Ungläubiger übersetzt. Im Arabischen trägt es aber eine viel stärkere, extrem verachtende und degradierende Bedeutung. Jemand hat es mal übersetzt als die Hinterletzten, die es nicht verdienen, Menschen genannt zu werden. Ungefähr so wird es von den Extremisten verstanden. Wahrlich, ich werfe Schrecken in die Herzen der Ungläubigen. So haut auf ihre Nacken ein und haut ihnen auf alle Finger. Lass die Ungläubigen nicht meinen, dass sie uns entgehen könnten. An jenem Tage werden die Gläubigen die Ungläubigen verlachen, während sie auf ihren Kissen ruhen und sie beobachten. Hätte den Ungläubigen ihr Tun etwa anders vergolten werden sollen? Wenn ihr nun auf die Ungläubigen stoßt, dann schlagt auf sie ein. Wörtlich heißt es hier im Arabischen, schlagt auf ihre Nacken ein, bis ihr sie niedergerungen habt. Tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf jedem Hinterhalt auf. Dies sind also 5 Verse. Es gibt aber 500 davon im Koran allein, abgesehen von anderen islamischen Büchern.